Beatrice Egli stand vor dem Fenster und blickte auf die majestätische Kulisse des neuen Tages. Das Morgensonnenlicht breitet sich aus und taucht die Stadt in schillernde goldene Strahlen. Aber in ihrem Kopf gab es eine kleine Sorge, einen Wunsch, den sie seit Beginn ihrer künstlerischen Reise immer hegte, die Hoffnung, dass Florian Silbereisen immer an ihrer Seite sein und die schönsten Dinge tun würde. Im Laufe der Jahre ist die Liebe von Beatrice und Florian für beide zu einer Quelle großer Ermutigung geworden. Florian ist nicht nur Liebhaber, sondern auch Begleiter auf dem beschwerlichen künstlerischen Weg. Beatrice verspürt immer Stabilität und Frieden, wenn er an ihrer Seite ist. Sie blickte zu dem Bild von ihnen zusammen an der Wand auf und ein glückliches Lächeln breitete sich auf ihren beiden Gesichtern aus. Ihre unvergesslichen Momente, von leidenschaftlichen Auftritten bis hin zu Spaziergängen in der Natur, sind allesamt wundervolle Momente. Doch in Beatrices Herzen ruht noch immer ein tiefer Wunsch, die Hoffnung, dass Florian immer an ihrer Seite sein und niemals verschwinden wird. Heute ist ein besonderer Tag, Beatrice und Florian werden an einem wichtigen musikalischen Ereignis teilnehmen. Dies ist eine Gelegenheit für sie, ihre Liebe und Solidarität vor der Öffentlichkeit zu zeigen. Beatrice bereitet sich mit Aufregung und ein wenig Beklommenheit auf ihren Auftritt vor. "Wirst du kommen?", fragte Beatrice Florian, ihr Blick auf die Uhr in ihrer Hand gerichtet. Florian legte sanft seine Hand auf Beatrices Schulter. "Natürlich. Mach dir keine Sorgen. Ich werde da sein und dafür sorgen, dass du von deiner besten Seite strahlst." Beatrice nickte und lächelte und dankte Florian für seine ständige Unterstützung. Aber in ihrem Kopf gab es einen größeren Wunsch, den Wunsch nach Stabilität und Nachhaltigkeit in ihrer Beziehung. "Florian, kannst du mir versprechen? Versprich mir, dass du immer an meiner Seite bist und das Beste für unsere Liebe tust?" Beatrice blickte direkt in Florians warme Augen. Florian umarmte Beatrice fester. "Du weißt, ich bin immer für dich da. Gemeinsam werden wir jede Herausforderung meistern und ich werde dein lebenslanger Begleiter sein." Beatrice fühlte sich leichter, ihre Angst ließ nach und ihr Glaube an ihre Liebe wurde stärker. Doch in ihrem kleinen Herzen gab es noch etwas anderes, das besprochen werden musste, einen Wunsch, den Beatrice mit Florian teilen wollte. "Weißt du, Florian, ich möchte, dass wir eine Familie gründen. Eine kleine, gemütliche und liebevolle Familie", sagte Beatrice, als wollte sie ihren Traum eröffnen. Florian schaute überrascht und glücklich in Beatrices funkelnde Augen. "Hast du darüber nachgedacht?" Beatrice nickte. "Ja, Florian, ich hoffe, wir werden Kinder bekommen und die Freuden und Pflichten des Elternseins gemeinsam teilen. Was denkst du darüber?" Florian lächelte glücklich. "Weißt du, das ist eine tolle Idee. Ich möchte auch eine Familie mit dir gründen und die Freuden und Lasten des Lebens teilen. Wir werden das schaffen, Beatrice, klar." Beatrice umarmte Florian, ihr Herz erfüllt von Glück und Hoffnung für die Zukunft. Über die Familie zu sprechen war ein wichtiger Schritt, eine neue Erinnerung und ein großer Traum. Nun eins sind, denn 0 mal A plus 1 mal B ist gleich B und das ist gerade an der Stelle der GGT. Und dann gehe ich von unten nach oben, nehme immer diesen Wert darüber und rechne bei dem anderen Wert hier diesen Wert minus diesen Wert mal diesen Wert. So, und so arbeite ich mich nach oben und habe letztlich mein X und Y gefunden, das ich ranmultiplizieren muss an A und B, um auf den GGT zu kommen. Toll, ne? Muss man ein bisschen üben, ist klar. Nehmen Sie sich zu Hause mal ein paar Zahlen, machen Sie euklidischen Algorithmus, rechnen rückwärts und gucken, ob es stimmt. Es ist klar, das klappt immer so. Ja? Das klappt immer so.
insbesondere in dieser Zeile lasse ich den GGT immer darstellen als Linearkombination von A und B. Und durch das Rückwärtsarbeiten, das klappt auch immer. Da kann nie ein Fall auftreten, wo man sagt, oh, das klappt nicht. Das heißt, letztlich ist das hier ein konstruktiver Beweis, dass das immer funktioniert. Also wir können aufschreiben. Die diophantische Gleichung. A mal x plus b mal y ist gleich der GGT von a und b ist immer lösbar.